Gestern hat Bianca Walter aus Dresden mit Platz 9 über 1500 Meter das beste Ergebnis ihrer Karriere überhaupt im Weltcup erreicht. Die 25-jährige Polizistin zeigte eine klasse Leistung auf ihrer Heimatbahn und möchte heute gerne daran anknüpfen auf der langen Distanz von 1500 Metern. Da steht sie jetzt im Halbfinale, um weiterzukommen. Ins A-Finale müsste sie unter die ersten zwei kommen. Für das B-Finale reichen die Plätze 3 und 4, aber die Auslosung hat ihr einen unglaublich stark besetzten Lauf beschert. Wir sehen vorne mit der Nummer 9 Tao Jiaying aus China, die Weltranglisten-Vierte. Und wo ist Bianca Walter? Schon auf Platz 2. Mit der Nummer 27, sie lebt hier in Dresden, 25 Jahre alt, ist hier geboren und wird natürlich vom Publikum hier besonders angefeuert. Die ersten 500 Meter, die laufen meistens relativ ruhig ab. Da gibt es noch nicht die großen taktischen Überholmanöver. Da sieht zu, dass jeder irgendwie vorne dran bleibt. Aber jetzt wird das Tempo schon etwas erhöht nach den ersten 500 Metern. Und dann geht Choi Min-Yong, die Weltmeisterin über 1000 Meter des letzten Jahres, nach vorne und macht ein bisschen Tempo. Und hinter ihr, da schleppt sie No Do-hae hinter sich her, die Weltmeisterin in der Staffel. Die beiden Koreanerinnen, sicherlich hier die Favoritinnen in diesem Lauf. Da ist Bianca Walter immer noch gut mit dabei auf Position 4. Vor ihr mit der Nummer 9 ist Tao Jiaying aus China, die Weltranglisten-Vierte. Also das ist ein hammerstarkes Feld. Und Bianca Walter muss sich da behaupten. Aber sie hat natürlich ordentlich Selbstvertrauen bekommen durch ihren 9. Platz gestern. Und da 2 Stürze. Und Bianca Walter ist jetzt vorne dran auf Position 2 hinter der Koreanerin Choi. Im Fahrwasser läuft sie da recht gut, technisch sauber. 2 Läuferinnen sind ausgeschieden und Bianca Walter jetzt mit einer guten Perspektive zumindest den B-Lauf zu erreichen. Das macht sie ausgezeichnet. 3 Runden noch zu laufen und das Tempo knapp unter 40 Stundenkilometer. Und jetzt muss Bianca Walter alles geben. Ist auf den 3. Rang zurückgefallen, an ihr vorbei Lucia Peretti, die Italienerin. Bianca Walter immer noch auf Position 3 und jetzt die letzte Runde. Mindestens Rang 4 muss sie halten, um ins B-Finale zu kommen. Das wäre eine Riesensensation und sie schafft es. Platz 4 für Bianca Walter. Das heißt, sie ist im B-Finale. Damit war nicht zu rechnen. Klasse Leistung der Deutschen. Wir sehen sie im B-Finale wieder und hier haben wir nochmal den guten Start. Bianca Walter sofort mit vorne dabei. Hat sich nicht beeindrucken lassen von den großen Namen. Und da sehen wir den Sturz der Koreanerin No. Und davon profitiert sicherlich auch Bianca Walter. Aber das ist nun mal im Shorttrack so. Die Stürze gehören dazu. Und auch in diesem Falle nicht zu verhindern, dass man da ab und zu, wenn es eng wird, in der Kurve aneinander stößt. Auf jeden Fall Bianca Walter im B-Finale dabei. Riesenapplaus für die Deutsche, die in Dresden geboren ist und auch hier wohnt. Sie ist Polizistin und hat das B-Finale erreicht. Und nun geht es um eine gute Platzierung. Gestern schon kam sie auf Rang 9 überraschend über 1000 Meter. Skater in lane position one, you have false start. Hier ein Fehlstart. Das passiert über diese lange Strecke von 1500 Meter eigentlich relativ selten, denn da ist der Start nicht so wichtig. Bianca Walter von der Außenposition hereinlaufend macht direkt ein bisschen mehr Tempo als die anderen und geht hier zunächst mal in Führung. Hinter ihr ist Wu Yihan aus China. Und vorne läuft zunächst einmal Bianca Walter. Mit der 23, die Ungarin Bernadette Haidum. Das jetzt das Führungstrio. Weiter im Feld Diana Lockett aus Australien. Auch eine starke Läuferin, sowie Hitomi Saito aus Japan. Und Moemi Kikuchi, ebenfalls aus Japan. Die beiden Japanerinnen bilden das Schlusslicht. Vorne Bianca Walter. Jetzt geht mit der Nummer 14 Moemi Kikuchi nach vorne.
macht etwas mehr Tempo. 13,5 Runden müssen gelaufen werden. Nach etwa 500 Metern ist eine Temposteigerung zu erwarten. Das ist jetzt der Fall gewesen. Aber immer noch sieht Bianca Walter gut aus, macht einen starken Eindruck, läuft ruhig und sauber. Sie hatte überhaupt nichts zu verlieren. Gestern mit dem 9. Platz, da hat sie schon alle Erwartungen übertroffen. Jetzt kann sie da noch ein kleines Sahnehäubchen draufsetzen. Und es sieht bislang gut aus. Vorne ist die Australierin Dana Lockett, die jetzt aber attackiert wird von Gu aus China, die nach vorne geht, das Tempo jetzt wesentlich erhöht hat. Kikuchi, die Japanerin, bleibt hinten dran. Dann Lockett und auf Platz 4 jetzt Bianca Walter. Nicht abreißen lassen, das ist die Devise. Mitlaufen. Und wir sehen, dass nur noch 5 Läuferinnen im Rennen sind. Vorne ist Guo, die das Tempo vorgibt. Dahinter Kikuchi, die Japanerin. Bianca Walter auf Rang 4. Bernadette Heidum, die Ungarin, ist ausgeschieden. Und jetzt geht es in die letzten 2 Runden. Das Tempo jetzt wesentlich höher erhöht. Mit der 45 Guo vorne, die Chinesin. Und wo ist Bianca Walter? Auf Rang 4 schafft sie es noch, den einen oder anderen Platz vielleicht noch nach vorne zu kommen. Die beiden Japanerinnen machen da die Mitte zu. Und Bianca Walter wird Vierte in diesem B-Finale. Klasse Leistung. Gute Vorstellung der Deutschen im großen Finale sind 7 Läuferinnen, das heißt also Platz 11 in der Gesamtwertung für Bianca Walter. Das ist mehr, als man erwarten konnte. Gestern Rang 9, heute Platz 11. Eine tolle Vorstellung von Bianca Walter aus Dresden. Ich habe es sehr genossen, hier laufen zu können und alles zu zeigen, was geht. Hat Spaß gemacht. Hat sie den Erfolg von gestern heute auch beflügelt? Ja, es hat natürlich irgendwie die Ruhe reingebracht. Ich hatte gestern relativ viel Druck mir selber gegeben, obwohl ich das Ganze hier entspannt angehen wollte. Wenn so viele Leute dann aus Dresden hier vor Ort sind und uns anfeuern, dann kriegt man auf dem Eis doch nochmal ein bisschen das Zittern. Und das konnte ich heute total genießen, weil ich eben gestern schon so einen guten Platz hatte. Und vielleicht hat es deswegen auch nochmal für eine vordere Platzierung gereicht. Tolles Rennen im Halbfinale. Wie haben Sie das erlebt? Ja, im Halbfinale dachte ich, habe ich mir gar nicht so viele Chancen ausgerechnet und habe am Anfang dann gedacht, ich mich mal vorne mit. Und das ging dann relativ lange gut. Also ich habe da oft gesehen, da kommt noch jemand, bin noch mal in Position weiter vor. Plötzlich gab es wieder einen Sturz und ich war wieder mit vorne dabei. Und dann hat es eben, die letzten 2 Runden haben die Körner dann nicht mehr gereicht. Aber da weiß ich, woran ich arbeiten muss. Und dann nächstes Jahr klappt es dann vielleicht mit dem A-Finale. In einem Monat sind die Weltmeisterschaften. Was rechnen Sie sich da aus? Habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich bin noch so perplex von dem Wochenende. Ich bin erstmal froh, dass das jetzt so eine stetige, konstante, gute Weltcup-Leistung war. Und wer weiß, vielleicht kann ich das bei der Weltmeisterschaft nochmal abrufen. Ich bin zufrieden. Bianca hat klasse Läufe abgeliefert. Hat man auch gesehen, sie ist gut dabei und kann wirklich agieren.